Da ist der Beat von sail.ch. Hallo, wir sind hier auf dem Klöntalersee mit dem Gummiboot und wir haben gehört, dass es hier einen Glacémann gibt. Wir haben jetzt gerade Mittag gegessen und wir warten jetzt auf den Glacémann. Ob das jetzt nur eine Sage ist oder ob es den wirklich gibt, da sind wir jetzt gespannt. Ihr werdet es sehen. Folgt uns. Danke. Direkt auf uns zu. Ist es echt wirklich der Glacémann? Spannend, spannend, spannend. Grüezi, bist du der Glacémann? Es ist wirklich der Glacémann. Wir haben es ja nicht geglaubt, oder? Nicht. Dass am Klöntalersee ein Glacémann gibt. Aber es gibt es. Es gibt es. Möchtet ihr gerne verblassen? Die besten wollen wir. Ich habe eine Beschockigurne. Dann habe ich einen Dörni-Pöffel und eine Rogete. Und noch Magnum Almond und Magnum Normal. Was möchtet ihr gerne? Und dann habe ich noch Gössiglasse Kübeli. Gössiglasse, die sind lokal, oder? Ja, die kommen aus dem Milchzentrale Glarus, ja. Okay, das wollen wir. Und was möchtet ihr gerne für das Aroma? Was hast du denn? Ich habe Pistache, Schocke, Krise, Stracciatella und Baileys, Haselnuss. Ja. Haselnuss nehme ich. Haselnuss, gerne. Die werden in Glarus gemacht? Die werden in Glarus gemacht, ja. Bei dem Milchzentralen Gössi. Okay. Haselnuss. Einmal Haselnuss. Jawohl, was möchtet ihr gerne? Also, da haben wir jetzt wirklich den Glacémann. Den berühmt-berüchtigten Glacémann. Ja. Bekannt bis Zürich runter. Wann trifft man dich ab? Man trifft mich vor allem im Sommer, das heisst im Juni, Mitte Juni, Ende Juni, vor allem Samstag, Sonntag. Und wenn Sommerferien ist, also je nachdem, vielleicht einmal unter der Woche, wenn schönes Wetter ist und wenn es Leute hat. Und vom Mitte Juli an, wenn alle zusammen Betriebsferien haben, bis etwa am 15. August und das Wetter schön ist, sind wir jeden Tag unterwegs. Wenn das Wetter ist und es hat Leute. Super. Und dann muss ich da raus paddeln oder kommst du auch ans Land hin? Nein, ihr könnt, wenn ihr auf einem Bötel unterwegs seid, könnt ihr einfach winken. Dann komme ich zu euch haben und wir gebe euch Klasse. Und sonst fahre ich einfach am Strand nachher, dort wo die Leute sitzen oder wo die Leute sind, fahre ich einfach hin und dort gebe ich danach Klasse raus. Okay, super. Das hat uns wirklich gefreut, dich zu treffen hier. Ja, wir werden sicher wiederkommen, oder? Klasse ist auch, ja. Ausgezeichnet. Auch. Und die Gegend ist... Fantastisch. Fantastisch, super. Die Berge sind immer noch da. Ja. Es ist ziemlich kühl. Ein bisschen kühler als am Zürichsee, wo es wirklich heiß ist. Das Wetter können wir leider nicht bestellen. Oder? Okay. Also,
Ich danke dir vielmals, Glacémann. Ja, vielmals. Und Dank, bis zum nächsten Mal. Merci. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit und kommt gut heim. Danke. Gut. Ciao. Für die Kühlboxen tue ich hier unten drin zwei Kühllinien, Kühlelemente, dass zwar alles kühl bleibt. Und jetzt tue ich auffüllen mit Glasse. Das sind jetzt Kübelglasse, die ich hier habe. Jetzt tue ich hier. Und das sind jetzt Glasse. Jawohl, das sind die. Und die bleiben jetzt wie lange da rein so kühl in diesen Kühlboxen? Die bleiben jetzt etwa ungefähr 3 Stunden kalt. Wie lange geht denn deine Tour? Je nach, wenn es einen Haufen Leute hat, geht es länger. Sonst gehe ich etwa in 3 Stunden, 3,5 Stunden bin ich sonst durch. Okay. Unterbrechung. Wenn Sie unsere Abenteuer lieben, dann bitte Kanal abonnieren, liken, Glocke aktivieren oder einen Kommentar schreiben. Oder wenn Sie das nächste Mal mitkommen wollen, einfach auch in den Kommentar schreiben. Danke!